Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute John the Zombie. Und während die Frau da den Thriller tanzt, die hat ein Messer in der Seite. Irgendwas stimmt mit der nicht. Okay, dann drücken wir mal eine Taste for Eating Brains. So, wir haben noch keine Skills, wir haben gar nichts. Wir gehen auf ein neues Spiel. Yeah, new game. So, und dann schauen wir doch mal. I'm a journalist, summer, dedicated scientist, bla bla bla. The reason is simple, John's ambition was to bring dead people back to life. Okay, okay. John hasst Partys, macht keinen Sport, er arbeitet einfach viel. John hat keine Freunde. Aber dafür ein dickes Auto und ein Rasensprenger. Und ein hübsches Haus. Und natürlich eine Katze. Und eines sonnigen Abends kam er nach Hause und war bereit für mehr Kram in seinem Labor. Aber offensichtlich, irgendwas war anders. Er konnte seine Katze nicht finden. Oh nein, Katze, wo bist du? Oh mein Gott! Er hat aus dem Fenster geschaut. Oh nein! Oh Gott, sie wurde Opfers. Opfers. Okay. Er wollte sie zum Leben zurückerwecken und... Tja, hat ihr irgendwas gespritzt. Und tja, zu seiner Überraschung hat es funktioniert. Aber die Katze hatte Fleischeslust und griff ihn an. Es war nicht so, wie John sich das vorgestellt hatte im Allgemeinen. Tja. Und jetzt kam sie zurück von den Toten und hat John gebissen. Was wurde danach aus John? Okay, irgendwas stimmt mit dem Ton nicht so ganz, aber hey, das macht nichts. Seine Energie, sein Hunger. Okay, alles hat sich geändert. Oh mein Gott, er ist zu einem Zombie geworden. Okay, jetzt war jeder in Gefahr. Genauso wie John selbst. Und nur ich kann ihm helfen. Oh yeah. Okay, WASD ist laufen. Shift ist sprinten, oder? Na gut, so schnell bin ich nicht. Okay, und go to the hardware store. Okay, John the Zombie, Freunde. Wir sind John, der Zombie, und müssen Gehirne fressen. Und, Dree, I need brains. I mean, Hilfe, hilf mir doch. Ich hab dich doch gewarnt, oder? Du bist der dümmste Wissenschaftler auf dieser Welt. Okay, aber die gute Sache ist, wir können jetzt ein bisschen Spaß haben. Brains, ich meine, ja, klar. Ich war so nah dran, bitte helf mir. Ich will wieder ein Mensch werden und ich kann diesen Hunger nicht auf Gehirne, diesen Hunger, ich kann ihn nicht unterdrücken. Okay, bleib klar, John, Alter. Bleib dran. Du bist mein Freund, der Einzige in dieser Kackstadt und ich werde dir helfen, so gut ich kann. Die Army hat mir ein paar Dinge beigebracht, so. Ich habe schon zwei Zombie-Seuchen überlebt. Oder so. Okay, vielleicht haben wir Glück. 2 divided bei 134. Es ist nicht einfach für einen Zombie Mathe zu machen. Okay, aber hört sich gut an. Also, lass uns machen. The first thing you need to know is, also das erste, was du wissen sollst, ist, es ist nicht einfach, irgendwas, ne? Es ist nicht einfach, eine Heilung zu injecten. Du musst deine menschlichen Skills zurückerlangen. Und um das zu machen, musst du Gehirne essen. Sie geben dir Skills, Wissen, ja, und Können, Erinnerungen. So, und the last but not least. Sie stillen deinen Hunger. What? Three, hating everyone is a city in one thing. Eating the brains is another. Okay, kein... willst du 135 sein oder nicht? So, jetzt... Achso. Ah, okay. Er hat zwei Zombies von 134 gerettet in einer Zombie-Cure. Okay. Hier ist sein erstes Gehirn, wo er auch das immer her hat. In seinem Kühlschrank hat es gelagert und in der Mikrowelle aufgetaut. Okay, das Marathonläufer hat das gesponsert. Also iss es und sieh den Unterschied. Oh, sieht sehr lecker aus. Nom 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 nom. Oh, es ist so lecker und oh, aber auch widerlich. Und, also, wenn das hier vorbei ist, werde ich Vegetarier, das schwöre ich aber. Okay, jetzt kannst du einen Marathon laufen. You're probably, okay. Du kannst über Hindernisse hinweg. Each brain you eat is going to provide you some skill points. Beside the heartburn and intoxication. Okay. Holy moly, Dree, even though you're taking advantage from me. Okay. Sag mir einfach, was ich machen soll. Okay, lass uns damit anfangen. Warte, I need to go to the farm and bring the famous dragon's flower. Also, wir müssen runter zur Farm und die Drachenblume finden. Okay, also, raus hier. Walking and running ist jetzt 100%.
Buy items and tools. Ich habe weder Geld noch Holz noch andere Sachen. Aber ich habe 100 Punkte bekommen. Auf. Nichts. Okay. Okay, das Spiel kann sein, dass es noch so ein bisschen broken ist. Aber. Okay, Location Farm. Okay, got it. So. Yeah, wir sind John der Zombie. Hey, junge Frau. Okay. Die hat technische Skills. Oh, wie kann ich die essen? E-Action-Button. Oh! Komm her, Alter. Okay, ich habe sein Gesicht zerdrückt. Oh, das schmeckt aber gut. Okay, 35 Climbing Points habe ich bekommen, aber ich kann immer noch nicht climben. Hey, 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 hey. Komm her, komm her. Ich will Autofahren lernen. Was ist das da? Dieses Spiel, Freunde, ist Open World übrigens. Oh, cool. Guck mal, da habe ich was gefunden. Und Coins. Das ist ein Open World. Wir sind der Zombie. Super cooles Spiel. Und ich habe mich ein bisschen drauf gefreut. Ist natürlich jetzt qualitativ hier im Early Access noch nicht das höchste der Gefühle. Na, da. Bleib doch stehen. Das ist nicht so einfach. Kann ich schon Fahrrad fahren? Ich würde gerne Fahrrad fahren. Oh, ich weiß noch nicht, wie man Fahrrad fährt. Da. Oh. Komm schon. Oh, ich will dich nur küssen. Oh Gott, Alter, wie er von hier runterspringt. Brains. Noch mehr auf Climbing. Sehr schön. Okay. John Wood. Wie habe ich denn hier Sprint, Map und Missions? Okay, dann gehen wir doch mal runter. Dann müssen wir in die Richtung. Ba-ba-ba. Ich brauche jetzt noch nicht alles zeigen. Wir sehen ja dann. Komm, bleib stehen. Oh, wieso kann ich durchs Fahrrad laufen und ich nicht? Ich krieg dich noch. Eines Tages fresse ich dich. Das wird so lecker. Hallo, LKW. Oh, was ist denn das da? Finish. Ich laufe durchs Ziel. Yeah, ich bin voll der Zombie. Moment. Okay, wir müssen da hoch. Okay, alles klar. Wir gehen jetzt erstmal runter zur Farm. Und holen die Dragon Flower. Wenn ich da so langsam ran jogge, sehen die mich dann kommen. Lalalalalala. Hallo. Oh, kein Ding. Ich will kuscheln. Bitte nehmen Sie mich in den Arm. Ich bin so ein einsamer Mann. Das war sehr lecker. Entschuldigung, junge Frau. Oh, 30 Cycling Points habe ich schon. Vielleicht können wir bald Fahrrad fahren. Das wäre super cool. Alter. Das ist doch ein bisschen größer hier, als ich dachte. So ein Oldschool-Auto. What? What? Stehen bleiben! Ich bleib dran. Klettern! Ja! So. Guck mal, hier. Der sieht aus wie Freddie Mercury für Arme. Oh, da ist ein Auto über uns drüber gefahren. Soll jetzt aber auch nicht so viel ausmachen. Alter, ich habe einen neuen Skill gelernt. Fahrradfahren für alle! Jawoll, Alter. Ich fress dein Gehirn. Ich bin ein Zombie. Werden die dann angesteckt und auch zu Zombies? Kann ich vielleicht sowas auch noch lernen? Die Musik. Wood, okay. Jetzt würde ich doch gerne... Wie kann ich denn klettern zum Beispiel? Ah, nice, guck mal. Jetzt kann ich schon hier drüber jump overn. Kann ich da hoch zum Beispiel? Geht das? Komme ich so hoch? Nee. Hier komme ich auch nicht lang. Man kann es ja mal probieren, Leute. Man kann es ja mal probieren, so. Da-da-da-da. Es ist mitten in der Nacht und Kreis spielt Zombie-Spiele. Hey, junge Frau! Was wollten Sie da aufsammeln? Was wolltest du da aufheben? Oh, auf dem Spielplatz, da kann man natürlich... kann ich irgendwas vielleicht auch an meinem Geruch ändern, damit die Leute nicht... Okay, da hinten geht's zur Farm. Klettern kann ich jetzt schon. Hey, was geht ab, Alter? Hast du vielleicht ein bisschen Kleingeld? Hallo? Ich bin John. Da-da-da-da-da-da-da. Kostet 10 Euro, Freunde. Könnt ihr euch bei Steam holen. Ist heute rausgekommen am 22. Es ist 23.17 Uhr. Und ich muss morgen eigentlich früh aufstehen. Aber ich hatte gerade richtig Bock und auch so richtig Intention. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, nehme ich schon mal ein bisschen was auf. Weißt du, dann habe ich Vorlauf, weil ich gerade eh nicht so gut pennen kann. Was ist das? Ich need a shovel. Ich habe keine Shovel. Construction. Erz. Ich habe Erz gefunden. Dieses wunderschöne Erz. Jetzt muss ich doch nur mal eben schauen. Ich muss da lang.
Brauche die Dragon Flower. Kann ich jetzt hier so rüberklettern, weil ich so cool bin? Nee. Ach, endlich spielen wir mal aus der Sicht, die ich mir immer gewünscht habe. Immer den ganzen Tag Zombies abknallen. Jetzt kann ich ihnen endlich mal die Rache erspielen, die sie sich verdient haben über die Jahre. Wie viele Millionen Zombies auf dieser Welt schon abgeknallt wurden. Reiten? Kann ich jetzt reiten? Reiß ihm den Bart ab. Nimm seinen Bart. Okay, okay. Nein, das will ich nicht sehen. Zensiert bitte diesen Knutscher. Oh, riding horses. Alter, man kann hier Pferde reiten. Ich will unbedingt ein Pferd, bitte. Ich bin ein Zombie. Und ich habe noch nie einen Zombie auf einem Pferd gesehen. Ey, die kann auch reiten. Hallo? Okay. Oh, aha, hübsche Lady. Tut mir leid. Ich brauche aber deine Skills. Ich kann nichts dafür, wenn du halt gut reiten kannst. Und das jetzt bitte nicht zweideutig verstehen. Riding horses. Ja, Freunde, horses. Horses. Oh yeah. Oh, da ist noch mehr Holz. Ey, man kann ja auch Sachen craften. Also das ist ja mal... Ich bin selber noch ein bisschen gespannt, ne? Ich weiß ja auch nicht alles. Ich habe halt nur den Trailer gesehen und da war jetzt nicht viel mehr drin als das, was ich bis jetzt gerade hier in diesem Spiel schon selber gesehen habe. Oh, da ist die Farm. Wir brauchen die Dragon's Flower. Mal schauen, wer die hat. Aber wir nehmen noch ein bisschen Holz mit. Ach, da hinten ist sie ja. Schau mal. Sieht zumindest so aus. Dieser Stein hat ein Problem. Stein from outer space! Hallo Stein! Jetzt bist du da, jetzt nicht, jetzt bist du da, jetzt nicht, jetzt bist du da, jetzt nicht. Mama, was macht der Mann da hinten? Geh weiter, Timmy, das ist ein Zombie. Jetzt ist er da, jetzt nicht, jetzt ist er da, jetzt nicht, jetzt ist er da. Okay, wir machen weiter. Wir beruhigen uns ein bisschen. Badadidu, ich hab die Drachenblume. Pegar? Was ist Pegar? Dragon's Flower, extremely rare flower, used to make an antidote. Okay, antidote. Okay, Mission ist ready. Mission 2. The way back home. John found the request flower. Now he need to get back to the city and take it to Dree. So he can make the cure. Dree's hardware store. Okay, got it. Aber ich würde mich vielleicht gerne hier noch ein bisschen, weil guck mal, ich kann ja jetzt auch hier... Boah, ich habe klettern gelernt. Was ist eigentlich mit diesem Baseballschläger? Kann ich den auswählen? Ich habe einen Baseballschläger. Meine Rache wird grausam sein. Meine Rache wird... Hühnchen! Hühnchen! Stirb! Huhn! Stirb! Okay. Cool, ey. Ich kann euch auch zerklöppeln. Batz! Die Frau ist ein bisschen weggeflogen, aber macht ja nichts. Kann ich hier auch reingehen? Hallo? Jemand da? Das sieht ja aus wie bei PUBG in den frühesten Versionen. Hier ist ja nichts drin. Hey, arbeiten Sie hier zufällig auf dieser Farm? Entschuldigung. Oh, shit. Batz! Oh! Oh nein, da hätte ich ja Auto fahren lernen können. Okay, ich pack das wieder weg. Wir fressen die Leute lieber. Stehen bleiben! Stehen bleiben! Hier kommst du nicht mehr weg. Ich hab dich in die Ecke getrieben. Gib mir deinen Hut! Deinen schlabbrigen Labber-Labber-Dabbelder-Hut! Oh, hallo? Der Mauszeiger war zufällig auf seiner Po-Ritze. Da kann ich jetzt aber auch nichts für. Crafting and Repairing. Ja, müssen wir ja lernen. Oh, was ist das? You need the Lockpick-Kit. Aber ich habe einen Baseballschläger. Oh, Mann. Ach, okay. Kann ich mir das hier markieren? Das wäre gut. Weil ich kann mir das doch alles nicht merken. Da ist eine Kuh. Da ist eine Kuh. Okay, I punch the cow. It's my mission. Hallo? Schönen guten Tag. Batz! Oh. Was macht er mit der Kuh? Oh mein Gott, ich will es gar nicht sehen. Ist das widerlich? Ich hoffe, dieses Geräusch kommt vom Fressen. Okay, also mein Brain-Hunger muss auch immer wieder gestillt werden. Okay, ich habe gerade ein kurzes Lenkproblem irgendwie. ich bin verwirrt. Liegt das an dem Kuhgehirn? Liegt es an dem Kuhgehirn? Okay, ich muss das mal eben checken, weil egal welche Taste ich drücke, er läuft nur noch nach vorn, der arme Kerl. So, New Mission Added, wir haben es geschafft, wir sind... Ich musste das Spiel gerade neu starten und praktischerweise bin ich genau hier vorne vor dem Laden neu gestartet. Das kann natürlich bei einem Spiel in so einer frühen Phase gerne mal passieren,
dass es an irgendwelchen Stellen noch hakt, aber wenn man dann freundlich ist, die Entwickler informiert und sagt, Leute, ich habe da was gefunden, das hat nicht so geil funktioniert, dann nur dann können sie daran arbeiten. Hate bringt da nichts. Deswegen, bevor man sich gegenseitig hasst, immer unter die Arme greifen, das ist viel besser. Oh, Brains, Dree, here's a goddamn flower, I had to walk a marathon, ja, und ich habe ganz schön viel Gehirn gefressen unterwegs und das einer Kuh und ich glaube, danach hatte ich Rinderwahn, aber noch cool, das ist nicht bewiesen. Aber irgendwie finde ich den Geschmack langsam gar nicht so schlecht. okay. Das ist der Geschmack deiner verrottenen Zunge. okay, ich muss drei goldene Gears, Zahnräder, brauche ich, die von mir geklaut wurden. Okay, von der Maschine. Er braucht die Maschine. Dieser Dieb heißt Jay und er ist in der Höhle versteckt. Golden Gears? Okay, also eigentlich sind goldene Zahnräder voll der Müll, wenn sie aus echtem Gold sind, weil das ist viel zu weich und so ein Zahnrad würde sich sehr, sehr schnell abnutzen. Aber okay, hey, hallo, ich bin ein Zombie. So, kann ich... Buy items and tools, what do you need, John? $25, habe ich so viel? Nee, habe ich nicht. Ach, schade. Mission 3, Jay. Oh, Jay, Alter, und sein Beanie, Bandana, Beanie, Boonie. Den mache ich aber alle. Stone from its machine. John need to go after the thief. Okay. South District, also irgendwo da unten in der Höhle. Got it. Kann ich schon Zyklisten eigentlich? Ja, lauf, lauf, Baby. Okay, im Süden irgendwo, ne? Dann gehen wir da mal runter und schauen... Alter, hier gibt's bestimmt noch einiges Hübsches zu entdecken, Freunde. Und da lasse ich mich nicht lumpen. Sie hat Angst. Ich krieg dich. Yes. Hallo, ich bin da. Guten Tag, mein Name ist John und ich möchte mit Ihnen gerne über Jesus sprechen. Crafting and repairing. Da, oh, oh. Das Auto hat mich aufgehalten. Warum liegst du hier auf dem Boden? Patz, Alter! Da gibt's eine Schelle! Hatte schon mal einer mit dem Vorschlag, haben wir einen Scheitel gezogen? Putz, was ist voll auf dem Kopf? Okay. Wer hupt da? Ja, ich bin's, John. Okay, ich glaube, ich fress die Frau da. Bleiben Sie stehen! Entschuldigung, hallo! Ich habe hier diesen Wachturm. Interessieren Sie sich vielleicht dafür? Okay, jetzt bleibt sie hängen. Keine Chance gegen John. Hallo, die Akte Jane. oh yeah. Die Mucke, Alter. So, wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn jetzt hin? Sag mal, wo lang geht es? Ich weiß es doch nicht. Autofahren müsste ich auch noch lernen, auf Dauer. Stehen bleiben! Zuhälter Schelle! Tony D. Okay, irgendwo da lang? Was kann man denn hier Müll fressen? Ah, der hat sich da versteckt im Müll! Du Müllgesicht. Okay, eines Tages kriege ich dich, egal wohin du rennst. Bäm, Alter, da gibt's hier eine Kelle. Sehr lecker, sehr lecker. Ich kann bald Basketball spielen? Oh Mann, Alter, wie geil. Dann gehen wir aber erstmal ein paar Körbe machen. Hey, was ist mit dir denn? Da laufen ja doch Zombies rum. Vor denen muss ich mich schützen. Ich bin ja nur Halbzombie. Das ist die Tussi aus dem Intro. Was ist los? Kann ich mich mit der paaren? Zombiefrau? Hallo? Willst du mein Freund sein? Willst du mein Freund sein? Oh, du hast so eine leckere, verrottete Zunge. Darf ich mir das Messer hinten rausziehen? Moment, da ist eine Tussi, die Fahrrad fahren kann. Ich muss kurz los.
Oh yeah. Oh, ich kann Fahrrad fahren. Ist hier irgendwo ein Fahrrad? Oh, da hinten ist Holz. Das nehme ich aber mit. Ja, ja, keine Angst. Ich will nur das Holz. Klingt jetzt auch nicht unbedingt. Da würde ich mich jetzt nicht unbedingt viel sicherer fühlen. Wo ist denn bitteschön dieser Dieb? Ich muss diesen Dieb fangen. Hallo? Dieb? Rubber Dieb? Da muss ja irgendwo eine Höhle sein. Oh, da ist noch was Blaues. Das gefällt mir. Nehme ich mit. Ach man, ich habe keine Schaufel. Hier. Ich werde hier auf jeden Fall später rumlaufen und... Alter. Aha. Okay, ich nehme das Holz hier noch kurz mit. Was nu? Ah, du bist also Jay, hä? Ich wusste, dieser Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich kenne ihn nicht. Dieses verrottene, hässliche Gesicht kommt mir irgendwie nicht bekannt vor. So, nun verschwinde, ja? Bevor ich dich von einem Halbtoten in einen Kompletttoten verwandle. Ah, ich habe dir eine 6 in fortgeschrittener molekularer Quantik-Nuklearbiologie gegeben. Ich wusste, dass du eher ein Dieb wirst als ein Wissenschaftler. Naja, und du bist ein besserer Zombie als ein Wissenschaftler. Genug geredet. Ich brauche diese Zahnräder, die du geklont hast, ne? Genau, geklaut hast. Und sonst esse ich dein Gehirn. So. Ach so, nee, und ich werde dein Gehirn nicht essen, weil es mich wahrscheinlich dümmer macht. Okay. Du hast keine Chance. Wie viele Punches hältst du auf, hä? Ach, du hast es so gewollt, ey. Brauchst mir aber jetzt nicht unbedingt deinen Geschlechtsteil präsentieren. Okay. Skills needed. John learns climbing, crafting and repairing. Tools needed. The hammer will be needed to repair the towers. Okay. These gear are worth more than gold. After getting Jay's brain, John acquired his memories and now knows it's... Okay, wir wissen also jetzt, wo die drei Zahnräder im Verborgenen liegen. Da, in den weiten Wäldern. New Mission added. Komm, dann nehmen wir doch mal hier das Zeug noch mit. Ist ja Hammer! Oh yeah, yeah, ich sammle noch ein bisschen Erz. Dann kann ich nämlich gleich einen Hammer bauen. Hier geht's ja noch weiter. Hallo? Ja, das ist die Höhle, wo er drin gewohnt hat, oder? Was ist das da? Brauche ich wieder ein Lockerpicker-Set, oder ist es... Boah, eine Chest mit Coins. Alter! Und wo sind die Coins? Wieso habe ich keine Coins bekommen? Okay, naja. Habe ich auch eigentlich ein Inventory? Nee. Naja, dann schauen wir mal. Ich muss jetzt wahrscheinlich erstmal eh zurück zu Dings, ne? Oh, meine Kraft, ich werde immer schwächer. Sehe ich gerade. Aber hier gibt es doch bestimmt irgendwas Feines. It's strongly with a flashlight helm. Oh, Mann! Was ich noch alles brauche. Ich muss jetzt mal eben zurück in die Stadt. Ich brauche langsam Gehirne. Ich krieg schon ein bisschen Schweiß auf der Stirn. Okay. Na, da muss ich buddeln. Oder ist grün Sprint Power? Was ist grün? Füllt sich das wieder auf? Ich glaube nicht, oder? Na komm, dann gönne ich mir da jetzt erstmal ein schmackhaftes Brain hier irgendwo. Ey, aha. Wunderschönes Erz ist es, wunderschön und gut. Hallo. Na du? Na, wie geht's? Na? Ist das überhaupt eine Frau? Ich glaube nicht, das ist ein Typ, aber egal. Zombies haben da kein unbedingtes, kein Favorit. Die haben da keinen Geschlechtsfavorit, denen ist das egal. Okay. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen Holz mit. Und noch ein paar Coins. Aber die habe ich jetzt bekommen, oder? 12. Was? Stehen bleiben! Ich brauche ein Gehirn! Was ist das? Polizei? Hat er jetzt gespuckt, als sie vorbeigefahren sind? Das hat er nicht gemacht, oder?
Ey, doch, guck mal, die stehen ja sogar wieder auf. Der hat die Frau voll überfahren. Police, Alter. Jetzt mal gucken, ob sich das Grüne wieder auffüllt, wenn ich einen Menschen schnabuliere. Mehr wollte ich gar nicht gucken. Dann machen wir nämlich... Ja, wunderbar. Okay, Freunde, ich würde sagen, in der nächsten Folge schnappen wir uns ein Fahrrad und fahren damit zurück zum Shop. Und dann holen wir uns erstmal unser Werkzeug und dann besorgen wir uns die Zahnräder. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ihr Spaß hattet, dann könnt ihr das natürlich in einer Bewertung... wir brauchen nicht zurück zum Shop. Ich stehe genau davor. Naja, gut, Freunde, trotzdem. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich speichere das Spiel und damit auf Wiedersehen. Vielen Dank. Ciao.